Mecklenburg-Vorpommern führt ab Mittwoch dieser Woche eine Maskenpflicht für Schüler, Lehrer sowie alle anderen Beschäftigten auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Unterrichts ein. Das hat das Kabinett nach Beratungen mit Vertretern und Kommunen, der Wirtschaft, Verbänden sowie Gesundheitsexperten am Dienstag beschlossen. Wir hätten uns gewünscht, bei Infektionszahlen gen Null auf die Maskenpflicht im Interesse der Schülerinnen und Schüler verzichten zu können. Das ist aus unserer Sicht nicht möglich. Die Gesundheitsexperten raten, wegen drohender Infektionssteigerung jetzt auch die Maskenpflicht in den Schulen einzuführen. Das gilt für alle, die auf dem Schulgelände sind, außer in den Klassenräumen. Und es gilt für die Klassenstufen ab Klasse 5. Zudem soll der Schutz vor dem Coronavirus laut Bildungsministerin Bettina Martin möglichst auch auf dem Weg zum Bus und an der Haltestelle gewährleistet werden. Wir haben gesagt, dort werden wir ein Gebot einführen. Das heißt, wir halten die Schüler an, wenn sie aus der Schule herauskommen, zum Bus gehen, zu dem öffentlichen Verkehrsmittel, mit dem sie dann nach Hause fahren, dass sie auf dem Weg, wenn sie in eine großen Gruppe laufen, aber auf alle Fälle an den Haltestellen, wo sich es dann auch knubbelt, dass sie dort ihren Mundschutz auch tragen. Außerdem sollen die Testungen an den Schulen ausgeweitet werden. Die Kosten dafür übernimmt Martin zufolge das Land. Alle Lehrkräfte, alle Referendarinnen und Referendare, das pädagogische Personal, kann sich freiwillig 5-mal alle 2 Wochen testen lassen bis zu den Herbstferien. Wir haben darüber hinaus heute besprochen, dass alle weiteren, auch die Personen, die in der Schule arbeiten, also ich mache das Beispiel, die Sekretärin oder der Hausmeister, dass auch die sich testen lassen können. Die Ministerpräsidentin betonte, dass Mecklenburg-Vorpommern trotz steigender Infektionszahlen nach wie vor das Bundesland mit den geringsten Neuinfektionen ist. Es gab Wochen, wo wir nur 1-2 Fälle pro Tag hatten. Wir hatten jetzt aktuell in den letzten 7 Tagen 35 Fälle. Und die Vertreter der Gesundheitsexperten, Herr Professor Reisinger und Frau Dr. Littmann, haben noch mal ganz klar analysiert, dass es in Mecklenburg-Vorpommern noch keine zweite Welle gibt. Die Infektionsherde der letzten Tage und Wochen haben gezeigt, eine konsequente Verfolgung ist möglich, aber auch nötig. Und die Erfahrung der letzten Tage und Wochen hat auch gezeigt, dass wir 4 Risikobereiche haben, bei denen es zu Corona-Infektionen kommen kann. Zu den Risikobereichen zählen laut Schwesig Familienfeiern, religiöse Feste sowie Arbeitsbereiche, in denen eng zusammengearbeitet wird, sowie Rückkehrer aus Risikogebieten. Deswegen gilt nach wie vor mein Appell, auf unnötige Auslandsreisen zu verzichten. Wem sage ich das? Mecklenburg-Vorpommern ist das schönste Urlaubsland in Deutschland und deshalb rate ich dazu, hier Urlaub zu machen und nicht unnötige Urlaubsreisen oder andere Reisen ins Ausland zu machen. Der Ministerpräsidentin zufolge hat momentan die Schule Vorfahrt. Deshalb wird es entgegen der Hoffnungen der Tourismus- und Gastronomiebranche zunächst keine weiteren Corona-Lockerungen geben. Sie wissen, dass wir rund 250.000 Kinder und Jugendliche und Erwachsene jetzt wieder an den Schulen und in den Kitas haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, über die anderen Themen Mund-Nasenschutzbedeckung oder Weihnachts- und ähnliche Märkte, darüber soll am 18. und am 25. August gesprochen werden, auch über die Frage, wie geht es mit Diskotheken und Clubs weiter. Insgesamt will ich noch mal sagen, wir sind also immer noch eigentlich ein glückliches Land wegen Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben wenig Infektionsgeschehen. Und deswegen ist es auch richtig, daran festzuhalten, denn am Ende geht es auch um die Frage, Tagestouristen zuzulassen und ab wann. Diese Frage wird wahrscheinlich um den 1. September beantwortet. Zudem ist laut Glawe eine Werbekampagne für den regionalen Einzelhandel geplant, ähnlich der Tourismuskampagne zum Saisonstart. Dafür steuert das Land 300.000 Euro bei. Der Städte- und Gemeindetag als Vertreter der Kommunen begrüßt das Vorgehen der Landesregierung.
Die Stichworte sind gefallen wie Tagestourismus oder auch die Mund-Nasen-Schutzpflicht im Einzelhandel. Darüber wird dann später zu befinden sein. Worüber wir uns natürlich auch freuen, dass es das Signal gab bezüglich der Weihnachtsmärkte. Grundsätzlich sollen sie ermöglicht werden, aber es ist natürlich davon abhängig, wie sich das Infektionsgeschehen jetzt weiter darstellen wird. Die nächste große Klausurtagung findet am 25. August in Schwerin statt. Bis dahin wird das Infektionsgeschehen bis zum erfolgten Schulstart laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig genauestens beobachtet. Ob es dann noch zu weiteren Lockerungen kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.